Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Nurkstock und wir legen auch gleich los. Und zwar heute zwei Spotgun-Fahrzeuge, die ihr eingeschickt habt. Einmal von LP Max und einmal von... Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. So, da seht ihr auch schon noch eins, aber dazu gleich mehr. Len, genau, Len war es. Irgendwas mit L, wusste ich es doch. Genau, das hier war kein Spotgun-Fahrzeug. Nee, genau. Und zwar haben wir bei dem hier ein Problem. Confusius. Ich habe alle meine Mods, die ich besitze, die ich habe, aktiviert. Aber irgendwas scheint da noch zu fehlen bei deinem Kartoffeltruck. Bitte mir Bescheid sagen, was für Mods ich brauche, denn du hast hier keine rein verlinkt, immer Leute, also das geht auch an alle mal. Wenn ihr wollt, dass ich eine Kreation vorstelle, dann ganz wichtig, die Mods da hinzuzufügen. Ich mache das auch nicht immer, aber meistens dann wenigstens später. Vor allem, wenn ich das Video vorstellen soll, ich kann leider nicht erraten, welche Mods hier jetzt fehlen. Ich habe keine Ahnung, deswegen ganz wichtig. Schau mal, welche Mods ich brauche oder welche Mods man für die Kreation braucht und dann probiere ich es nochmal. Sag's mir dann einfach Bescheid. So, ja, kommen wir zu diesen zwei Prachtstücken. Wir haben einmal sieht aus wie ein Coupé, ne? Sportcoupé. Und mein Unimog, mein alter Unimog, umgebaut zu, ja, scheinbar eine Kampfmaschine. Ich bin mega gespannt, was uns erwartet. So, machen wir erstmal das Fahrzeug von Max LP. Ich bin ja mal gespannt. Das sieht ja schon recht aufwendig hier alles aus. Oh nein! Ach du liebe Scheiße! Was ist denn da jetzt schon wieder los? Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, was ist denn los? Hier hat jemand auch die weißen Blöcke benutzt. Also diese leuchtenden Blöcke. Ich finde die so schrecklich. Vor allem, was ja... Ich meine, man kann die ja verwenden. Ich sage ja nichts dagegen. Ne? Wenn man sagt, man will ein Auto bauen, das ein bisschen leuchtet, kein Problem, kann man machen. Aber was dann gar nicht geht, ist, wenn man leuchtende Blöcke hat und dann dazwischen Blöcke hat, die nicht leuchten. Wie hier dann und da und hier und da. Das sieht doch nicht schön aus. Oder hier dann die schrägen. Junge, das ist nicht gut. Also, das Auto sieht geil aus. Keine Frage. Das sieht echt klasse aus und sieht auch aufwendig aus. Aber bitte benutzt nicht diese Leuchtblöcke. Ich finde die schrecklich. Das sieht total unnatürlich außerdem aus. Das sieht so aus, ich weiß nicht. Das gibt's nicht. Es gibt kein Auto, das so leuchtet. Das sieht komisch aus. Und vorne dann nicht und dann oben und da doch und... Naja, aber das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Hier, ne, da hat das nicht, da hat das und das sieht alles seltsam aus. Ich finde diese Leuchtblöcke, das darf man nicht machen. Also, mir gefällt es nicht. Boah, Alter, das ist ja mal ein krasses Fahrwerk. Boah, wie das schaukelt. Ist ja mal geil. Aber es braucht ganz schön FPS. So, Licht. Jawohl, das ist mal eine Ansage. Ich habe schon einen Knopf zu weit gedrückt. Okay, hinten die Leiste ist auch geil. Wow! Boah, Alter. Das ist ja mal krass. Ah, deswegen da oben so verschachtelt so, ne? Boah, Alter. Mehr Waffen gingen nicht, oder? Boah. Verteidigungsmaßnahme. Alter. Das ist mal nicht schlecht. Ja, Wahnsinn. Sitzt haben auch hinten, okay. Aber das Fahrwerk interessiert mich jetzt ehrlich gesagt. Boah. Deswegen leckt es auch so. Also jetzt leckt es nicht mehr. Das ist natürlich ein krasses Fahrwerk. Hä?
das funktionieren? Warte mal. Ach so, weil das fest ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn das so dran geht, dann würde das Rad einfach so rumbaumeln. Aber es hängt ja hier mit dran. Okay. Nicht schlecht. Also das ist immer schon ein krasses Fahrwerk. Aber auch unten! Überall diese Leuchtblöcke! Ja, Wahnsinn! Hinten hat er einen Motor. Was haben wir hier? Ah, da sind, glaube ich, die Spot ganz dran. Okay. Okay, aber das ist ja mal echt krass, ne? Das federt mal aber sowas von smooth. Das ist ein krasses Fahrwerk. Mal schauen, was er noch dazu geschrieben hat. Vielleicht finden wir ja noch eine Rätsellösung. Doppelquerlenkerfederung. Dies hat mich fast eine Stunde Zeit gekostet, glaube ich. Erneuerung, neue Reifen, eingerichteter Innenraum, neue Logos, neue Kennzeichen. Außen leicht verbessert. Obwohl er etwas hoch ist, habe ich ihn noch versucht, ein bisschen wie ein Dodge aussehen zu lassen. Ja, stimmt, das erinnert mich ein bisschen dran. Er hat Allradantrieb und kommt im Gelände sehr gut klar. Das glaube ich, mit dem Fahrwerk hat 26 versteckte Spuntguns. Ich hatte keine Hobbys. Haha, XD, viel Spaß, erneutes Hochladen, strengsten untersagt. Ja, aber sehr, sehr geil, also wirklich... Er ist wirklich hoch, das stimmt. Aber ich finde, es ist okay. Es ist proportional noch in Ordnung, ja. Also man kann auch drüber gucken und so, ne. Das ist in Ordnung. Eine Blockreihe weniger hätte ihm nicht geschadet. Man hätte ihn ein Stück tiefer legen können. Ne, so dass er näher am Boden liegt. Dann wäre er auch nicht mehr so wuchtig gewesen. Aber so... Der fährt sich ja echt mal krass, ne? Wie das so baumelt hier. Schön gemacht, also finde ich schick. Also das Fahrwerk sieht echt aufwendig aus. Also wenn man hier so mal guckt, ne? Wie sich das bewegt. Schon krass. So! Aber diese leuchtenden Blöcke, die musst du rausnehmen. Echt, ohne Scheiß. Ich mag das. Ich finde das. Gestern war schon immer mit dem Feuerwehrauto da gewesen. Der leuchtende Blöcke benutzt hat. Und das ist, mir gefällt's nicht. So. Mein alter Unimog wurde umgebaut, missbraucht als Kampffahrzeug. Welchen Unimog haben wir denn genommen? Den... Schauen wir mal ganz kurz. Okay, den mit Kastenaufbau. Also mit Ladefläche. Ah, damit kann ich... Das hier bedienen. Licht ist noch klar. Okay. Ah, okay. Man dreht den so lang, bis man wieder gerade ist. Kann man machen? Ja, warum eigentlich nicht? Ist es damit runter machen auch so, oder? Ah, ist ein bisschen schade. Da muss man immer warten, bis der wieder in dieser richtigen Position sich befindet. Also fürs Drehen hättest du rein theoretisch Platz gehabt für noch einen Motor hinten, ja, und noch für einen Bearing. Für das Drehen hättest du eigentlich rein theoretisch auch noch Platz gehabt, ne. Jetzt muss man halt immer so lang drücken. Das ist ein bisschen schade, aber ist jetzt kein Beinbruch. So, dann haben wir den hier. Ja, nice. Ja, den Unimog selber, den mag ich ja immer noch nach wie vor. Den fand ich ja, den habe ich ja auch damals sehr mühevoll im Stream gebaut. Ich mag das Fahrwerk sehr. Es ist vielleicht nicht richtig hundertprozentig realistisch, aber ich finde es super cool, wie es arbeitet. Und ich finde, es ist auch ein sehr, sehr gängiges Fahrzeug, das auch nicht so leicht umfällt. Ne? Meistens hat man ja das Problem, wenn man so super smoothe Fahrwerke hat. Dass wenn man in der Kurve es übertreibt, dass er dann halt dann doch kippt. Und der hier ist halt einfach... Er kippt sehr, ja. Also er ist sehr, sehr flexibel. Aber er fällt nicht um. Und das mag ich an dem Fahrwerk zu sehen. Ja, aber schön, dass das Fahrzeug heutzutage immer noch Verwendung findet bei euch. Das finde ich schön. Kommen eigentlich die Kartoffeln irgendwann wieder runter? Oder fliegen die bis zur Decke? Müssen wir eigentlich auch mal ausprobieren, gell? Ja, schön!
Ja, da sind wir eigentlich auch schon am Ende. Warte mal. Genau, Geburtstag hat heute noch einer. Und zwar der S333G. Happy Birthday to you. Alles Gute, mein lieber Freund. Wenn auch ihr, weil das ja immer wieder mal jemand fragt, kannst du mich grüßen? Kannst du meinen Geburtstag mir gratulieren? Empfehle ich euch, geht auf www.xarok.de und klickt oben für Geburtstagsgruß registrieren. Manche sagen dann immer, Xarok, ich habe keine Bestätigungs-E-Mail bekommen oder ich habe eine Mail bekommen, aber ich finde den Bestätigungslink nicht. Ihr müsst nichts bestätigen, nichts aktivieren oder sonst irgendwas. Einfach nur eingeben, absenden, wenn ihr die E-Mail bekommen habt. Normalerweise sollte auch in der E-Mail drinstehen, vielen Dank für deine Registrierung. Dann, wenn du deinen Geburtstag eingetragen hast, wirst du an deinem Geburtstag gratuliert. Ihr müsst da nichts mehr tun oder anmelden oder irgendwas machen. Einfach nur eintragen, registrieren, fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe es euch gefallen, wenn ihr vielleicht ein Like da lassen. Kreationen von Len und Max LP sind online. Ihr könnt sie euch selber runterladen, selber ausprobieren oder anschauen. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Tschüss!